Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Sengoku Dynastie. So, ich war in der Früh schon mal ein bisschen unterwegs und habe noch mal ein bisschen hier an Gobo-Pflanzen und Eiern gesammelt. Das wird aber nicht lange reichen. Zum einen knurrt mir nämlich der Magen und zum anderen haben wir ein bisschen zu wenig von an Essen überhaupt in unserem Lager. Das heißt, wir müssten hier auf jeden Fall noch mal ein bisschen nacharbeiten. Und deswegen würde ich tatsächlich noch mal eben kurz schnell auf die Jagd gehen und ein paar Rehlein erjagen oder sowas und sonst so vor die Pfeilflinte kommt sozusagen. Denn ich bin mir nicht sicher, wie ineffizient die nachher werden, wenn die nachher Hunger haben und ihnen der Magen knurrt. Deswegen, ich will es nicht ausprobieren. Wir haben es ja letztes Mal eingestellt, dass zum nächsten Jahreszeit hier mehr Fleisch angeliefert wird und das sollte dann auch reichen, aber im Moment reicht es auf jeden Fall nicht. So, die Eier ziehe ich mir mal eben selbst rein. So, alles klar, das sollte auch mal reichen. Jetzt gucken wir mal eben. Okay, das sollte zwar bis zur nächsten Jahreszeit reichen, aber wie gesagt, ich will lieber auf Nummer sicher gehen und ich sehe da auch schon ein Rehlein. So, warte mal. Dann mal den Bogen in die Hand. Ich glaube, ich hatte, wie viele Pfeile habe ich? Ich glaube, 13. Jetzt müssen wir eben gucken. Upp. So, und mir wurde auch gesagt, einfach ein Pfeil verschießen und anschließend die Pike in die Hand nehmen. Wenn ich jetzt wüsste, wo die ist. Die 5. Schnell. So, weil wenn wir die einmal getroffen haben, dann sind die nämlich ganz langsam. So, ich nehme mal erstmal meinen Pfeil bitte wieder. Kann ich mal einen Pfeil wieder haben? Hallo? Na komm, dann machen wir es halt so. So, und das bedeutet, ganz easy going, mal eben ganz schnell ein Hirsch erlegt. So, das gibt nämlich auch zusätzlich Fell. Das können wir nämlich auch gut gebrauchen für die Lederverarbeitung. Und gucken wir mal, ob wir hier noch jemanden finden. Irgendein Rehlein. Was hier noch Lust hat, heute das Zeitliche zu segnen. Ich glaube, hier habe ich mir, ich war vorhin hier längs und da hatte ich auch geguckt wegen Eier und so und da waren hier einige Rehleins unterwegs. Ich hoffe natürlich, dass die hier noch irgendwo sind und nicht jetzt alle abgehauen sind. Gucken wir eben, irgendwo müsste noch welche sein. Ist da vorne eins? Nee, ich glaube nicht, ne? Schwer, nee, das ist ein Baumstumpf. Ein stumpfer Stumpf. So, aber irgendwo werden hier sicherlich noch welche sein. So, wir gucken mal nochmal. Rehlein, Rehlein, wo bist du? Rehlein, sag mal, pieps. Okay, jetzt sind sie plötzlich irgendwie alle scheu geworden. Natürlich. Wollen jetzt auch tausende von Leuten mitzugucken. Ja. Deswegen sind die ein bisschen scheu und trauen sich nicht mehr so rauszukommen. Alright, so, warte mal. Irgendwo müssen doch hier noch irgendwelche Viecher sein. Immer wenn man sie braucht, dann sind sie nicht da. Eben als ich Eier gesammelt habe und nichts von ihnen wollte, in Massen waren sie da. In Massen. Und jetzt? Ist aber auch nirgendwo in der Weite auch eins zu sehen, ne? So, ich gehe nochmal hier ein Stückchen hoch. Ja, wir müssen ja jetzt früher oder später welche auftauchen. Ich hoffe natürlich früher und nicht später. Das ist ein Häschen, aber die Häschen sind, glaube ich, echt schwer zu erlegen mit dem Pfeil. Weil die sind so schnell und wendig. Deswegen gehe ich lieber auf Rehe, die sind wesentlich einfacher. So, wenn ich denn mal eins finden würde. Hallo, Rehlein, hallo? Irgendwo da muss doch irgendwo eins sein. Na gut, ich werde jetzt natürlich nicht die ganze Folge mit euch hier rumlaufen, deswegen, ne? Wir sind gleich wieder da, wenn ich irgendwie eins gefunden habe. Bis gleich. So, Reh habe ich nicht gefunden, aber ich habe dafür noch hier oben, doch noch tatsächlich eine Baustelle gefunden. Auch wieder einen Wachturm. Und da steht ein Dude, ein Einsiedler. Mit dem sprechen wir mal. Eine schöne Aussicht, nicht wahr?
Was tust du hier so weit oben? Deiner Stimme zuhören. Entscheiden, was ich hier antworte. Das Tal betrachten und die Hügel in der Ferne mit dir sprechen. Oh Gott. Kann ich dieses Gespräch zu Ende führen? Beenden meine ich natürlich. Das ist offensichtlich. Warum fragst du dann? Wir Einsiedler bevorzugen es, nach den Dingen zu fragen, die nicht so offen sichtbar sind. Was meinst du damit? Finsteres lauert in dem Dorf am Ufer. Vergossenes Blut lockt sie an. Dinge, die man nicht sehen kann. Dinge, die ihre Form wandeln können, wie es ihnen beliebt. Ich weiß wirklich nicht, was du meinst. Lass dir das nicht den schönen Ausblick verderben. Schau hin und komm zurück, wenn du Clara siehst. Wer ist denn Clara? Ich habe Clara noch nicht getroffen. Aber wenn ich sie sehe, ne, sage ich dir Bescheid. Genau. Gut, so. Muss ich denn... Oh, hier Eier. Wenn ich Clara sehe, sehe ich hier irgendwie dann irgendwas? Meinte er denn das Ufer, das Dorf? Er meinte aber nicht unser Dorf, oder? I'm not sure. I'm not wirklich nicht sure. So, however, ich habe immer noch keinen Reh gefunden. Ich bin jetzt hier schon eine ganze Zeit längs gelaufen, aber irgendwie wollen diese kleinen Rehlein, die wollen heute nicht. Die sind heute sehr, sehr scheu. Na gut, ich glaube, ich gehe dann doch mal lieber wieder ins Dorf. Ich habe nämlich jetzt noch ein paar Eier gefunden. Guck mal, hier sind auch noch welche. Dann sollen wir da, und wir haben ja auch, glaube ich, 9 Fleisch von dem einen Reh. Ich glaube, das sollte auf jeden Fall reichen, damit wir hier über die Jahreszeit kommen. Ich kann da nochmal eben gucken. Ja, guck mal hier. Also es sollte reichen. Gut, so, ich wollte eben gucken, gehe ich in die richtige Richtung? Nein, ich muss in diese Richtung. Alright. So, und wie gesagt, wenn wir jetzt gleich zu Hause sind, dann kümmern wir uns weiter um unser Dörflein. Ich möchte auf jeden Fall jetzt einmal den Zaun weiterziehen. Unsere Barrikaden sozusagen. Oder unsere Außenposten. Und dafür brauche ich auch noch Bambus. Warte mal, wenn wir gerade hier sind, dann nehmen wir doch gleich noch mal ein bisschen Bambus mit. Weil davon brauchen wir auf jeden Fall noch einiges. So. Wenn schon kein Reh, dann zumindest Bambus. Und wir haben wieder, wie gesagt, ein Projekt gefunden. Das hätte ich gar nicht erwartet, dass wir das hier noch finden. So, hau rauf und dann nehmen wir dich noch mit. Alright. So, komm, das nehmen wir immer noch mal. Oh. Okay, meine Ausdauer ist dann. So, okay, ich würde sagen, das reicht auch. Alright, so, da ist unser Dörfchen. Dann gehen wir eben nochmal die Eier abkochen. Und das Fleisch. Essen noch ein bisschen was. Und dann können wir voller Elan hier unser Zäunchen weiterziehen. Und da habe ich richtig Bock drauf. Ich finde das einfach immer noch super, super schick hier. Da vorne, da ist er. Mit unserem Türchen. Unserem Tor zur Welt sozusagen. Ja, okay. So, also einmal ein Kochtopf. Dann sie sucht noch fleißig Wasser, das ist auch sehr gut. Weinbeeren, die bringen nicht wirklich viel. So, dann machen wir nochmal, guck mal, 20 Eier haben wir noch. Also das sollte jetzt definitiv reichen bis zum Jahreszeitenwechsel. Moin, Martha. Alles frisch bei dir? Wir könnten gleich nochmal gucken, ob Martha nochmal irgendwie eine Quest hat, ne? So, warte mal. Martha! So, ach nee, das ist gar nicht Martha. Das ist Nini. Wieso sieht sie aus wie Martha? Ist das Martha? Irgendwie sehen die ein bisschen gleich hier alle aus, ne? Bist du Martha? Du bist Martha. Martha! Kann ich dir bei irgendwas helfen? Okay, du willst schon wieder irgendwelche Sachen. Ich helfe gern. Worum geht's denn? Gelbe Sinn und Creme. Warum diesmal 19? Vier Eier. Ich hab die gerade alle abgekocht. Hättest du das nicht früher sagen können?
So, Fleisch können wir noch machen. Meine Güte, jetzt müssen wir doch noch mal wieder Eier suchen. Und Chrysanthemen. Habe ich noch Chrysanthemen irgendwie in der Tasche? Nope. Gut, aber ich sag mal, die Quest, die machen wir später. Wenn ich zufällig irgendwo auf Eier und sonstige stöße. So, dann würde ich sagen, machen wir die hier einmal rein. Nee, Quatsch, die will ich nicht. Die will ich essen. So. Jetzt haben wir wieder 926. Guck mal, das sollte auf jeden Fall reichen. Alright, so. Also, ich möchte meinen Zaun hier weiterziehen. Und zwar könnten wir diesen Steinbruch könnten wir im Prinzip als natürliche Barrikade nutzen. Beziehungsweise Barrikade. Ich weiß ja immer noch nicht, ob hier später tatsächlich Banditen kommen, aber zumindest als natürliche Abgrenzung. So. Nein, du sollst den Hammer in die Hand nehmen. Junge, Junge, Junge. So, wo waren das jetzt? Ich glaube bei Dorfbauwerke, ne? Genau. Der müsste das sein, genau. Jetzt muss ich mal eben gucken, dass ich das so ungefähr in die Richtung ziehe. Das ist natürlich ein Höhenunterschied jetzt hier, aber... So ist das. Ja, das ist bündig, alles klar. So, dann... So, und jetzt können wir ein bisschen, glaube ich, hier weiter reinziehen. Das ist natürlich schade mit dem Höhenunterschied, ne? Dass man den nicht irgendwie ausgleichen kann. So. Ist wahrscheinlich der Stein im Weg, ne? So, ich würde das ungefähr bis hier machen. So, warte mal, ich muss mal eben den Stein hier leider wegkloppen. Habe ich keine Spitzhacke mehr? Wieso habe ich denn hier eine Axt? Ich habe keine Spitzhacke mehr, ne? Verdammt, und ich habe auch kein Eisen mehr. Das heißt, wir müssen einmal eine Steinspitzhacke machen. Dafür brauche ich Stein, der hier liegt, den ich aber nicht abbauen kann, weil ich keine Steine habe. Keine Steinspitzhacke. Ich muss mal eben gucken, habe ich nicht noch wirklich irgendwie Eisen? Ich guck mal eben ins Lager. Ich fürchte, wir haben das letzte Jahr... Da guck mal, hier haben wir schon richtig viel Verdorbenes, ne? Ah, wir brauchen dringend einen Kühlschrank. Alter, wie viel Verdorbenes haben wir denn? Jetzt weiß ich auch, wo das ganze Essen hingegangen ist. Okay... Warte mal, habe ich denn hier eine Spitzhacke drin? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Äxte, Äxte, was ist das? Eine Dechsel. Gut, so, also ich brauche Steine, damit wir eine Steinspitzhacke machen können, damit wir die Steine da wegkloppen können. So, wo habe ich Steine? Hier ist, glaube ich, einer. Ja, eins. Ich glaube, drei brauchten wir, ne? Zwei. Und, come on, einer noch. Man muss hier doch ein Mondstein sein, meine Güte. So, da ist einer. So. Also, Steinspitzhacke. Dann kommst du einmal... Wo ist sie denn jetzt? Da. Auf die 7. Genau. Und dann kloppen wir jetzt endlich den Stein da weg. Achso, nee. Die Richtung müssen wir. Alright. So, dann gehen wir weg jetzt hier. Du störst mir mich ein bisschen. Ah. Gut, so, dann halt jetzt weiter. Und hier wieder. So, und wie gesagt, jetzt muss ich ein bisschen... es ist schwer zu sehen. Ich sehe gerade, ich habe auch den falschen Stein, ne? Aber egal. So, und dann würde ich... noch ein bisschen eindrehen. Es ist schwer zu sehen, ob es auf einer Höhe ist. So, kann ich noch hier, aber ich glaube, das ist in Ordnung so, ne? Die kleine Lücke ist in Ordnung. So. Und feste draufhauen.
So, wir brauchen pro, wie viel brauchen wir? 8 Stück pro Zaun. Das ist natürlich echt teuer, ne? So. Aber es lohnt sich. Ich finde das immer noch super schick hier, diesen Zaun. Für mich der schickste Zaun im ganzen Spiel. So. Geht doch, ne? Ah, da sind ein paar Lücken, aber ich lasse das trotzdem jetzt so. Was ich nur ein bisschen schade finde, wie gesagt, mit dem Höhenunterschied. Aber es geht halt nicht anders. Alright. So langsam wird's. Und ich wünschte, man könnte hier Wege ziehen. Ich hoffe, das kommt später auch. So wie in Medieval Dynasty, dass man hier wirklich Straßen ziehen kann. So, jetzt ist die Frage, ich würde wahrscheinlich hier noch irgendwo ein Tor machen. Dass man hier noch ein zweites hat. Und dann würde ich den Zaun so irgendwo so hier... Oh, warte mal. Danke, danke. So, das Nest nehmen wir auch mal mit. Ich weiß zwar nicht wofür, aber... So. Also wie gesagt, so ungefähr hier längs ziehen. Bis hier. Genau, und oh. Oh, warte mal. Chrysanthemen? Dann können wir doch gleich nämlich Martha die Sachen geben. Ich hoffe, das reicht für 19. Ich glaube, 19 waren es, ne? Ja, steht ja auch oben links. 19. 19 Chrysanthemen. Wir gucken mal, wie viel das hier sind. Das reicht auf jeden Fall nicht, ne? 11. 11 Stück. Der Zaun hier könnte auch mal weg, ne? Dann kriegen wir noch Kohle. Warte, Nase juckt. So. Dann können wir nämlich hier auch die Kohle noch ins Lager packen. Haben wir gleich wieder noch ein bisschen mehr an Heizmaterial. Wobei, hier kriege ich gar keine Kohle raus, so wie es aussieht, ne? Ne, okay, nur Stöcker. Ja, doch, Holzkohle. Gut, so, dann packe ich die mal. Ich komme hier von einem zum anderen. Ich wollte doch eigentlich nur einen Zaun ziehen. Aber egal, wir machen das mal trotzdem mal eben. Axt mal eben weg und dann... So, dann können wir nämlich die Kohle hier noch reinpacken. So. Und so. Gut, Holz haben wir mittlerweile echt genug. Oh, guck mal, hier habe ich ja noch Bambus. Oh, sehr gut. Das brauchen wir noch für unseren Zaun. Und Holz, guck mal, wie viel Holz wir haben. Ich glaube, ich muss mich auf jeden Fall vor Jahreszeitenwechsel nochmal darum kümmern, dass wir einen Platz bekommen, weil sonst wird das nachher überquellen. So, also, wenn wir jetzt schon gerade bei Martha sind, dann gucke ich mir nämlich nochmal da vorne. Da gab es ja sonst auch immer Chrysanthemen. Dann machen wir doch erstmal eben kurz die Quest. Wir brauchen ja nur noch 8 Stück. So, warte mal. Bin der Meinung, die waren doch hier irgendwo. Aber ich bin mir nicht mehr... Nee, dann war es eher in der Richtung, ne? Wir gucken mal. Ja, hier eine einzige. Ein bisschen wenig. Ein bisschen sehr wenig. Verdammt. Okay, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, wir können ihn mal eben ganz schnell fertig machen, diese Quest. Damit wir vielleicht auch wieder ein bisschen hier in Dynasty aufsteigen, aber... Na gut. Dann gucken wir doch nochmal später, wo wir noch die restlichen Chrysanthemen finden. Wie gesagt, es sollte ja nicht allzu schwer sein, hier noch welche zu finden. Okay, wir kümmern uns wieder um den Zaun. Wer bist du? Kihi, 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 kihi. So. Also wie gesagt, ich würde da auf jeden Fall da vorne nochmal so ein Tor hinbauen. So ungefähr auf dieser Höhe. Und dann ziehen wir den Zaun da einmal so rum. Ich glaube, das ist gar nicht so eine schlechte Idee. So, bumm und bumm. Natürlich wird der Bambus nicht reichen. So, möglichst gerade. Ich wünschte, das würde hier irgendwie ansnappen. Passt das?
Oh ja, das passt. So, dann würde ich, glaube ich, noch einen machen und dann machen wir, wie gesagt, ein Tor. So. Ja, und keine Lücken. Das sieht sehr gut aus. So, du musst mal weg. Und dann, Tore waren auch hier, ne? Genau. Breites Rindentor, breites Holztor. Was braucht der? Holzstamm, Brett und Bambus. Der braucht noch zusätzlich Stroh. Ich nehme mal das. Ich glaube, da hatten wir das andere Tor. Ich glaube, ich würde mal gerne dies hier auch mal ausprobieren. Come on. So. Ich glaube, das passt so, ne? So, ich brauche Holzstämme. Ja, das ist kein Problem. Die habe ich. So. Kurz durchatmen. Nur noch Bretter rein. Bretter brauche ich auch noch, aber auch das ist kein Problem. So, dann holen wir uns mal eben ein paar Holzstämme und ein paar Bretter. So, bum, 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 bum. Alles klar. So, und ein paar Bretter machen. Da, und dann machen wir mal hier so. Ich glaube, so passt das. Eieieiei. Alright, so. Dann wieder das Hämmerchen in die Hand. Warte mal, ist doch aber ein bisschen nach außen jetzt gewölbt, ne? Ja, aber ich glaube, das fällt nicht so auf. Das ist schon okay. Alright, so. Schick. Warte mal, das sah anders aus, ne? Das sah so aus. Ich glaube, ich finde das sogar noch ein bisschen schicker als das. Auf jeden Fall gefällt es mir. So, dann weiter geklöppelt. Doing, 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 doing. Alright. Ja, das wird hier langsam echt... Langsam sieht es echt aus wie so eine kleine Stadt, ne? Jetzt, wo man diese Dorfbegrenzung hier auch hat. Ich finde das nice. So. Dann einmal wieder Zaun entsprechend. Ja, ich glaube, so passt das, ne? So, und dann... wie gesagt, einmal um die Jagdhütte rum. Ich glaube, ich mache das hier nochmal ein bisschen weiter und wir müssen ja jetzt nicht die ganze Zeit hier nur Zäune bauen, deswegen wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe hier nochmal bis spät abends hier den Zaun weitergezogen und habe mein ganzes Bambus, was ich noch hatte, hier verbraucht. Aber damit ihr mal seht, wie das hier ungefähr auch noch später aussieht, hier, ich habe das einmal hier komplett rumgezogen bis hierhin und hier habe ich wieder ein Tor gebaut, damit man auch von dieser Seite hier... Oh, warte mal, ich sehe gerade, hier sind ja auch noch Chrysanthemen. Genau, ich habe nämlich eben auch noch mal welche gesammelt. Das heißt, ich habe die 19 und bedeutet, wir können gleich hier einmal Martha die Quest wieder abgeben. So, auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe es jetzt erstmal bis hier gezogen. Ich muss noch mal, gucken, wie ich das später mache. Aber wie gesagt, das reicht ja auf jeden Fall erstmal und ich brauche noch Bambus. Ich muss mal gucken, was brauche ich denn hier eigentlich für... Hier brauche ich auch Bambus und Holzstämme. Okay. Wir können auf jeden Fall schon mal das Stroh reinmachen und die Bretter. Das sollte nicht das Problem sein und das andere können wir ja auch später machen. So, okay. Jetzt aber erstmal zu Martha. Martha ist da hinten. Dann geben wir nämlich einmal die Sachen. Ups. Hallo Martha. So, hier sind die Zutaten. Oh, was haben wir denn? Kühlendes Getränk und ein Heilbalsam. Bitteschön. So, kühlendes Getränk. Was kann denn das? Ist es das? Ein erfrischendes Getränk, das vor Überhitzung schützt. Ja,
Okay, ich weiß nicht, ob wir das brauchen. So, haben wir jetzt... Nee, wir sind immer noch 10. Und unser Wachturm ist natürlich immer auch noch nicht... Genau, wir müssen... Oh, guck mal, hier ist eine Quest. Hier wird mir eine Quest angezeigt. Achso, nee, das ist ja... Das ist die Spezialprojekt. Ich wollte gerade sagen, wieso wird mir dann eine Quest angezeigt? So, das müssen wir noch fertigstellen, wenn wir die Steinblöcke herstellen können. Das ist in Arbeit. Und dann könnten wir hier oben auch nochmal den Wachturm machen, ne? Das könnten wir auch nochmal machen. Alright, so. Jetzt ist die Frage, was machen wir als nächstes? Ich würde doch gerne nochmal ein bisschen Bambus weiter farmen, damit wir den Zaun noch weiterziehen. Ich würde aber auch gerne hier... Ich finde es schade, dass man hier dieses Gestrüpp nicht wegmachen kann. Weil das ist denn doch... Es sieht halt immer noch so ein bisschen alles hier... Klar, es ist Mittelalter und da sah das wahrscheinlich auch nicht anders aus, aber ich hätte trotzdem gerne hier so das Ganze ein bisschen cleaner gehabt, dass dieses Gestrüpp hier nicht alles ist. So, ich möchte doch nochmal eben gucken, was können wir denn noch an Dorfbauwerken? Wir hatten spirituelle... Wir können Strein hier bauen. Wir könnten ein kleiner Itsuyitsu-Schrein... Und die sind aber noch gesperrt. Okay. Grabsteine. Grabsteine dienen dem Gedenken an jene, die von uns gegangen sind. Die Familie der Verstorbenen kann sie mit Blumen oder Räucherwerk schmücken und Wasser darbringen, damit sie nicht durstig wären. Dafür bräuchten wir aber auch wieder diesen gemeißelten Stein. Hier könnten wir Grabsteine... Aber will ich hier... Ich will hier keinen Friedhof haben. Warte mal, ich kann da mal gucken... Ja, wobei, ich weiß nicht. Wollen wir hier tatsächlich Grabsteine machen? Also wenn denn irgendwie sowieso... Ich mach mal hier irgendwo... Ich will mir erstmal angucken, ob die den benutzen. Deswegen mache ich mal einfach hier einen hin. Einfach mal, um zu gucken, ob da tatsächlich später dann doch irgendwelche Blümchen liegen. Okay, warte mal, was steht da drauf? Okay. Irgendwas Japanisches. Ich kann leider kein Japanisch. Sorry. Alright. So. Dann, so, Hannes, das war spirituell, ne? Wo war denn das? Dorfbeleuchtung. Spirituelle, das war's. Handelsgebäude. Ach so, ja doch, diese Handelsgebäude sind... Das hatte ich falsch verstanden. Ich dachte, da würden irgendwelche Flüchtlinge einziehen, die wir dann rekrutieren können. Aber das ist tatsächlich ja für Händler. So, Brunnen haben wir. Haben wir noch irgendwas an Landwirtschaft? Fischernetzgestelle können wir auch noch nicht bauen. Oh, Kompostierstation, warte mal. Die können wir einmal bauen. Wir haben mehr als genug Verdorbenes, nämlich im... So, warte mal. Nein, halt, falsch, Hammer weg. Dann holen wir uns nämlich mal hier dieses verdorbene. Du verdorbenes Stück, du. So. Und dann machen wir hier mal eine Kompostierstation. So, Hammer. Und... Ach, die ist noch gesperrt. Die ist leider noch gesperrt. Okay. Habe ich eben leider nicht gesehen. Das heißt, wir müssen einmal wieder Retoure. Das heißt, Verdorbenes geht wieder hier rein. So. Dann halt später. Ja. Noch verdorbener kann es ja wahrscheinlich nicht werden. Gehe ich mal von aus. Alright, so. Aber trotzdem, wir gucken nochmal. Nein. Dorfbauwerke. Aber ich glaube, sonst können wir auch nicht viel hier machen. Ne, Schnittständer. Wobei, kriegen wir da... Ist das ähnlich wie bei den Strohballen? Wenn wir die aufstellen, dass wir da auch Bambusrohr ernten können? So, der braucht mehr. Okay, der braucht nur Brett und Stroh. Die anderen brauchen auch Bambus. Frage ist, sind die jetzt nur in der Optik anders, oder?
Ich muss das mal ausprobieren. Wo stelle ich die denn mal hin? Ich würde die mal hier so hier an die Seite von der Hütte. So, dann gucke ich mir das mal an. Das wäre natürlich nice, wenn wir da auch Bambus rausziehen können. So, kann ich das öffnen irgendwie? Nee, es ist tatsächlich, es ist nur Deko, ne? Ich kann es leider nicht wie die Heulballen öffnen. Schade. Das hätte ich eigentlich gehofft. So, dann würde ich das einmal verschieben. Weil wenn es wirklich nur Deko ist, dann... Guck mal, das können wir hier so schön in die Ecke. So. Alright. So, warte mal, wo steht denn? Aber was ist denn das hier für eine Beschreibung? Die für Übung mit dem Schwert. Ach so, alles klar, alles klar, alles klar. So, Landwirtschaft hatten wir, Glockenturm, Wachturm. Wachturm ist aber noch nicht freigeschaltet. Hier wäre noch ein Lager, aber ich wüsste nicht, wofür wir das brauchen. Gut, ich glaube, wir haben nicht mehr viele Möglichkeiten, hier das Dorf im Moment noch großartig zu verschönern. Außer, dass wir vielleicht hier noch auch noch irgendwie ein paar Zäune ziehen, aber mehr an Möglichkeiten haben wir im Moment nicht. Gut. So, ich würde sagen, ich gehe mal wieder auf Cam ein bisschen Bambus ernten. Und dann würde ich sagen, basteln wir uns einmal den Zaun weiter. Und ich glaube, ich würde nächste Folge einmal hier oben hingehen. Zu dem Spezialprojekt. Hier. Und auch diesen Wachturm mal ein bisschen anstoßen. Aber auch da werden wir wahrscheinlich wieder ohne Ende an Material brauchen. Aber wir haben jetzt so ein bisschen was in der Holzlager, von daher. Ich glaube, ich bin zuversichtlich. Alright. So, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.